heute ist ja das Treffen von den freiwilligen Helfern, die bei der Strunga-Messe mitgewirkt haben. Ich glaube, da kann man schon ein bisschen stolz sein drauf. Ja, auf jeden Fall. Gefreut uns auch, dass ihr da seid. Heute ist wirklich der gemütliche Abend für uns, also für die Leute, die bei der Strunga-Messe normalerweise im Hintergrund sind. Die schauen, dass die Strunga-Messe wirklich läuft und hinter den Kulissen fleißig sind. Und auch das gehört geehrt und gefeiert natürlich. Und dieser gemütliche Abend heute gehört uns. Wir trinken, wir stoßen an und vor allem auch das Gemeinsame, das normalerweise bei der Messe eher ein bisschen zu kurz kommt, dass wir heute noch mal Danke schauen und auch für die Zukunft wieder darum bitten, dass es mit der Strunga-Messe weitergeht. Visionen für nächstes Jahr? Ja, natürlich. Es läuft schon wieder. Wir haben schon die ersten Nachbesprechungen gehabt jetzt mit den Verantwortlichen. Die Ideen sprudeln so aus uns heraus, auch für die Zukunft wieder. Also es geht weiter mit der Strunga-Messe. Die Planungen starten ab nächster Woche wieder los, auch für 2024. Ja, dann kann ich nur mal alles Gute wünschen. Dankeschön.